Wieder einmal einer unserer Lieblingskäfer, der Rüsselkäfer. Und ich denke, es ist ein seidiger Glanzrüssler. Aber ganz sicher war ich mir nicht. Und hier an einem anderen Standort? Ja. Also an diesen Tag kann ich mich noch sehr gut erinnern. Sicher? Ja. Das beim Intro, das war, als ich durch das Wasser gewadet bin und dann habe ich die Schuhsohle verloren. Ja, genau. Die hat sich ja, abgelöst. Ja. Und dann haben wir den mit dem Klett darunter gebunden. Ja, das war schlimm. Mussten alle 20 Meter wieder neu befestigen. Und dann hat sich die zweite Schuhsohle auch verabschiedet. Und ich konnte barfuß nach Hause. Das war wirklich schlimm. Ja. Naja, die Schuhe waren etwa 20-jährig und somit. Ja, das war nicht so schlimm von dem her, ja. Ja, aber das sehr war bequem. Ja, aber das war unangenehm für dich nachher den ganzen Tag so, ja, ja, aber so zu laufen. Es waren sehr bequeme Schuhe. Ja, zu diesem Rüssler. Groß ist er nicht, so ein paar Millimeter. Etwa 6 Millimeter, ja. 6 Millimeter. Und wir sehen sie, ja, selten. Wir haben sie vielleicht 2 oder 3 Mal gesehen. Ja. Und jetzt sind wir schon beim nächsten. Das ist ein... ein gemeiner Ohrwurm. Oder Ohrgrübler. Ja. Und ich denke, es ist ein Weibchen. Die Männchen haben hinten eine größere Zange. Noch größer? Ja, ja. Und sie sind eigentlich nachtaktiv. Also Nacht, nicht nackt, oder? Nacht, ja, ja, Nacht. Ja. Ich habe Nacht gesagt. Ja, ja, ich habe das falsch verstanden. Weil und sie fressen Insekten, zum Beispiel Blattläuse. Also sie gelten eigentlich als Nützling, ja. Sie, ja, quasi als Schädlingsbekämpfer. Werden sie auch eingesetzt, glaube ich. Ich glaube, ja. Tagsüber verstecken sie sich unter Steinen und Laubhaufen. Ja, ja. Und was ich noch gelesen habe, die Weibchen, die machen teilweise auch Brutpflege. Das heißt, sie säuben die Eier, um sie vor Parasiten und Feinden zu schützen. Mhm. Aber dann haben sie wirklich ein hartes Schicksal, wenn die Larven dann schlüpfen, dann fressen die Larven das Weibchen, also ihre Mutter fressen sie dann. Ja. Brutal. Ja. Sie haben sie zum Fressen gern, sagt man. Ja, genau. Ja, so ist die Natur. Es wird verwertet. Ja? Genau. Alles wird verwertet. Mhm. Haben wir die Größe schon erwähnt? Ja, sie werden so, im Mittel wird so etwa 2 Zentimeter lang. Auch keine Riesen, oder? Nein. Aber im Gegensatz zu diesem hier schon, der ist etwa 3-4 Millimeter. Ja, so. Ja, ja. Ein Flohkäfer. Ein rotbrauner. Ja, ich denke, es ist der Weizen-Erdfloh. Und beim Frühstück? Das erkennen wir auch an den sanfteren Farben, also etwas nicht so grell oder so. Ja. Dass das am Morgen war. Die Farben ändern wir eigentlich nie beim Schneiden. Nein, du lässt das immer so bleiben, ich, ja, oder? Ich nehme das so, wie das vom Fotoapparat kommt. Da muss einfach der Apparat gut genug sein.
Ja, und er hat so seine Probleme hier. Überall Pollen. Ja, aber er ist so gierig auf diese Pollen. Ja, und schmiert er sich wieder etwas ans Bein und dann muss er wieder alles reinigen und Sie sind schon ziemlich beschäftigt mit Ihrem Fressen. ja. Aber ganz so sauber bekommt er es auch nicht hin. Hä? Nein, das muss klebrig sein. Ja. So, und mit den Füßen schon wieder am Stängel, oder? Dann Ja, sind sie ja. wieder voller Pollen und er muss wieder mit dem Reinigen beginnen. Also. Ich glaube, er frisst alles. Hä? Nein, er nimmt hier nur die Pollen. Sicher. Ja, die sind lecker. Das ist wie für uns ein Trüffpraline oder so. Das kann sein, ja. Und hier zur Demonstration. Nicht nur gelb, auch blau. Ja, er nimmt alles. Er nimmt alles. Bei uns sind diese hier selten, oder? Ja, weil wir zu wenig Magerwiesen haben. Ja. Die gemeine Sichelschrecke. Also mir ist ja eine mal über den Kopf gekrochen im Schlaf, im Schlafzimmer. Und dann haben wir sie von der Wand gepflückt, als ich erschrocken aufgewacht bin, oder? Ja. Und auf den Balkon rausgebracht, gefrachtet. Und eine war sonst noch mal in der Stube bei uns. Ja, und der letzten im diesen Sommer ist einer in unseren Ofen geflogen. Ah ja, im Schwedenofen, ne? Den Ja. Kamin heruntergefallen. Also selten würde ich sagen, sie sind YouTube geil, oder? Sie besuchen uns und wollen alle auf YouTube. Das kann sein, ja. Aber auch recht gut gelungene Aufnahmen hier. Ja, ich Das würde ist noch mit der sagen, alten ja. Ja. Vorsatzlinse, oder? Die war noch nicht ganz so gut wie die jetzige. Ja, die sind sicher 4 Jahre alt, oder Ja, diese und das war noch Aufnahmen? mit der FZ200 Ja, oder Panasonic. sogar noch älter. Ja. Und die Linsen dazu waren nicht so Ja, wunderbar, also wir ja. konnten sie auch nur bis plus 5 nutzen. Ja, anders ging es nicht. Ja. Und trotzdem recht gute Aufnahmen. Auf alle Fälle sieht man gut diese Mundwerkzeuge, die sie haben. Ja, sie haben alles, was man braucht. He? Ja. Oberkiefer, Unterkiefer. Genau, sie haben auch Oberlippen und Unterlippen und sie Ja. haben nachher so Palpen für die Geschmackserkennung. Also diese kleinen Fühler, hä? Ja. Diese vier Fühler, Taster da. Ja. Hier sieht man es gut. Und was mich auch erstaunt hat, sie hat da nichts abgebissen, sondern sie hat wie eine Glasse hat sie das gelutscht. Ja. Sie war nur am Nektar oder so interessiert. Sonst hat sie die Blüte intakt gelassen. Ist eigentlich erstaunlich, hä? Für Heuschrecken, die fressen doch sonst alles. Ja. Ja, ich denke, sie braucht viel Energie, also Süßes, um die Eier dann zu Das kann sein, ja. prägen. Und das war's für heute. Bis später. Bis dann.